oben von unten und macht das Ganze kompakt und die Rückenstrecker schließen hinten das Paket. Und durch intelligentes und funktionelles Rumpftraining können wir das eben schaffen, dass wir alle diese Muskeln trainieren und dadurch unseren Körper, vor allem eben die Wirbelsäule, stabilisieren und vor Verletzungen schützen. Was sehen wir jetzt alles auf dem Bild, wo man eventuell einen stabilen Rumpf brauchen könnte? Wer was weiß, einfach raus damit, bitte. Beim Schlauchheben schon. Beim Schlauchheben schon, jawohl. Und was machen wir noch, bevor wir den Schlauch heben? Also wir räumen das Ganze aus dem Fahrzeug. Und da fängt es eigentlich schon mal an, dass wir etwas aus dem Fahrzeug heben. Da sind wir nicht immer linear, das macht man manchmal seitlich, man ist ein bisschen krumm. Und ja, da brauchen wir unseren Rumpf. Je nachdem, ob ihr ein oder zwei Schläuche gleich nehmt, ist es eben anspruchsvoller. Okay, der Sledgehammer nennt sich die Übung. Da haben wir natürlich dieses gleiche Bewegungsmuster, diese Rumpfbeuge, natürlich in einem viel, viel funktionelleren Beispiel. Das war's soweit. Ich würde sagen, wir sind ja zum Training gekommen und nicht nur hier zum Sitzen. Wird auch sonst ein bisschen spät und wir schlafen ein. Dann gehen wir runter in die Halle. Wir werden jetzt jede Übung einmal probieren, dass wir sie mal gemacht haben, dass ihr die Technik kennenlernt. Und wenn wir das dann haben, wir haben ungefähr eine halbe Stunde dafür Zeit, das passt ganz gut. Und die letzte halbe Stunde werden wir dann richtig ausflippen und einen Schlauchturm hochrennen. Und andere Sachen natürlich auch. Dann schauen wir, dass wir nochmal 10 Stück machen. Ganz nach unten und hochdrücken. Schultergelenk. Und hier wollen wir gerade sein und stabil bleiben. Das heißt, Bauch und Hintern ist fest angespannt. In die Knie gehen. Und von hier heben wir jetzt quasi das Gewicht an und wieder ab. Jawohl, das ist perfekt. Nichts zu sagen. Auch der Timo, ganz stark. Das heißt, immer weniger Bewegung reinzubringen. Schön hinten reinfallen lassen, Timo. Gar kein Mann. Dann schmeißen wir uns in unsere PSA. Und dann legen wir los mit dem anderen Gewicht.